Ja, wir können auch mal uns die Patek-Neuheiten anschauen. Hier sind ein paar coole Modelle rausgekommen und ein paar Uhren, die jetzt auch weniger cool sind. Also erstmal, welche Uhr ich tatsächlich gut finde, ist die neue Nautilus in Roségold. Die Uhr hat immer gefehlt. Ich wollte die auch schon häufig mal nachbauen. Es gibt quasi die alte und man hat dann an das Lederband, dann hat man halt ein Roségoldband dran gemacht. Mir persönlich gefällt die Uhr gut, auch wenn ich kein Gold tragen würde, aber die Uhr finde ich gut. 81.000 Euro ist jetzt auch eine Menge Kohle. Was Patek machen musste, die mussten auch ein bisschen eincashen, deswegen haben sie die 5811, die neue Nautilus, in Weißgold gemacht. Die ist jetzt einen Millimeter größer und kostet einfach 60.000 Euro, ne? Ich schätze mal, dass so eine Uhr sich einpendeln wird, jetzt, ne, nach ein paar Monaten. Circa bei 200 bis 200, ja, so circa 200.000 Euro, denke ich, wird die Uhr im VK bringen irgendwann mal. Ich bin jetzt gespannt, so wie ich heute in meinem Video auch gesprochen habe, was mit der normalen Stahl 5711 passieren wird. Gucken wir mal, ne? Also, ich hatte ja predicted, dass der Preis davon ein bisschen runtergeht. Sollte er runtergehen, dann, meine lieben Freunde, bin ich auf jeden Fall drin und werde mir ein paar ziehen. Ich hatte schon gesehen, 5711 in Weiß. Da gab es ein paar günstige Schnäppchen drin, aber wir warten mal ab. Insgesamt muss man sagen, die Preise sind echt solid. Und jetzt ist halt die Frage, ob sie die 100.000 Euro Marke halten kann, ne? Die Weiße, muss ich sagen, persönlich, jetzt für mich selber, mir gefiel die immer sehr gut. Auch wenn es der Underdog war, wenn ich da mal einen günstigen Schnapper machen würde, also so für so einen 80er oder so, würde ich mir schon gern ziehen. Die ist so pur. Das Weiß ist so einfach so rein. Das ist einfach eine tolle Farbe. Das Blaue habe ich, finde ich jetzt nicht so nice. Und was Patek auch rausgebracht hat, eine neue Aquanaut. Und zwar hier ein Chronograph mit einem Gem-Setting. Ist halt schon sehr bunt, ne? Hätte ich jetzt auch nicht so ganz zu Patek getan. Es ist immer einfach, darüber zu haten, ne? Immer zu sagen, ja, hässlich, hässlich, hässlich. Die Uhrenbranche generell ist mir auch schon aufgefallen. Also auch die Uhren-Community, die Hardcore-Community, die sind wirklich immer so die Ultra-Hater. Die haten einfach alles. Also die Hersteller werden gehatet, ich werde auch gehatet, aber boah, heftige 5204, das hier war immer so auch meine Traumuhr. Boah, 5271p, guck mal, solche Uhren sieht man niemals, ne? Mal sehen, was so eine Uhr kostet, boah. Das ist eine Mega-Uhr. Sowas müsste ich mir mal einfach so... Ich meine, ich würde die eh nicht anziehen. 5271p. Japan 280. Oh, guck mal hier, Hongkong. 300.000 Euro. So eine Uhr kannst du auch nur für dich kaufen, ne? Die zu vermarkten, ey, Mama Mia, ey. Da habe ich keine... Dafür habe ich einfach keine Kunden, ne? Tolle Uhr aber. Tolle Uhr.